Führungskomitee, die auch den Überblick haben über diese Region. Und wir danken dem Herrn für jeden Einzelnen. Und ich möchte mich bedanken beim Hotel. Erinnerst dich vielleicht, du hast mich vor 3 Jahren im Hotel abgeholt und hast mich gefragt, was wir in Hongkong machen. Und du sagtest, alles, was Leben hat, wird sich vervielfachen. Das hat mich sehr beeindruckt. Und ja, wir müssen also weitermachen. Lobe den Herrn. Ist der Elgis da aus PMF Litauen? Brother Elgis? Bruder Elgis? Nein, anscheinend nicht. Kein Problem. So, dann gehen wir weiter mit Bruder Alan Jones. Holy Spirit filled. Der Heilige Geist hat ihn erfüllt. Ein fröhlicher Evangelist, ein großartiger Kämpfer. Immer zur Verfügung. Reist überall hin auf die Welt und berührt Leben. The time now. Und wir möchten dir jetzt Zeit geben, Bruder Alan. Vielen Dank, Hugo. Es ist eine Freude, mit euch zu teilen heute. Ich weiß, viele von euch kennen meine Geschichte, aber viele vielleicht auch nicht. Ich wuchs in einem ganz kleinen Dorf auf in England und ging in den Kindergottesdienst und ging in die Kirche, bis ich ungefähr Teenager war. Da hat es mir aber nicht viel bedeutet. Und ich hörte damit auf und habe dann Sport gemacht. Ich spielte Rugby, alles, was dazu gehört, mit Spielen und Trinken. Aber es war trotzdem eine Lehre in meinem Leben. Als ich mit einer Ausbildung fertig war, habe ich Forschungsphysik gemacht, betrieben. Und eines Abends arbeite ich an einem Projekt. Und giftiger Gas hat sich auf einmal entleert aus einem Fach. Und es entleerte sich in meinem Zimmer, wo ich arbeite. Und ich wurde bewusstlos und lag auf dem Boden. Zum Glück fand mich ein anderer Mann auf dem Boden. Er rief die Security und ich wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Ärzte hatten mich eigentlich schon mehr oder weniger aufgegeben wegen dem ganzen Gift in meinem Körper. Und Gott holte mich zurück, weil er einen Sinn hatte für mein Leben. Danach habe ich eine ganz tolle Frau geheiratet und wir haben die ersten Kinder bekommen. Und was ich sagen wollte, ist, als ich das Unfall erlebte, hatte ich ganz viel Angst vor dem Tod. Und meine Frau gebar unsere 2 Zwillingsmädchen, die nur 2 Tage lebten. Und ich musste zur Beerdigung gehen. Und da habe ich nochmal ein Erlebnis gehabt, wo ich wirklich viel Angst vor dem Tod hatte. Ich wollte da weg. Kurz danach starb der Zwillingsbruder meiner Frau in seinem Schlaf. Und ich habe mit dem Angst vor dem Tod gelebt. Es war ein schreckliches Erlebnis. Wir hatten dann nochmal eine Tochter und ich habe meinen Job geändert. Ich wurde dann Lehrer für Physik, Mathematik und Sport und ich habe trotzdem noch gespielt und getrunken. Und eines Tages lernte ich einen Vertreter kennen von einer Elektronikfirma. Bei dem war irgendwas anderes und er fragte über mein Leben und ich erzählte ihm die Ängste, die ich habe. Und er teilte das Wort Gottes mit mir. Und er sagte, du bist ein Sündiger. Jesus kam für dich und ist am Kreuz für dich gestorben. Er nahm die Strafe auf für dich. Und wenn du ihn bittest, dein Leben, kommt er und gibt dir ein neues Leben. Du kannst nur mal von vorne anfangen. Das ist so wunderbar. Und er lud mich zu einem Meeting ein mit seinen Freunden. Und ich erkannte, diese Leute sind echt, die meinen das ernst. Wir haben an dem Abend ganz, ganz viele Glaubensbezeugnisse gehört. Und abends, als wir heimfahren, kam ein Bus uns entgegen. Es wurde von einem Auto überholt und ich sah diese Lichter, die direkt auf mich zukamen. Und ich machte meine Augen zu, bremste und schloss meine Augen und wartete. Und in dem Moment, nichts passierte. Und in dem Moment wurde ich gefragt, wo verbringst du die Ewigkeit? Diese Frage müssen wir alle beantworten. Und als ich daheim war, rief der Mann mich an und fragte, was ist denn passiert, als du nach Hause fährst? Wir haben für dich gebetet auf deine Heimfahrt und irgendjemand hatte eine Vision, der hat die Lichter gesehen, die auf dich zukamen und ich wusste, ich fiel zu den Knien, auf meine Knie und bat Jesus in mein Leben zu kommen. Ich sagte ihm, bitte nimm diese ganze Angst weg und die Sünde weg aus meinem Leben. Und in der Nacht wurde ich wiedergeboren und empfing Jesus Christus und das ewige Leben. Meine Frau wurde auch eine Christin.
Und Juni dieses Jahr sind wir schon 57 Jahre verheiratet. Und Gott ist so gut zu uns gewesen. I received the baptism of the Holy Spirit. Und ich wurde in einem ganzen Nacht wurde auch getauft und ich empfing den Heiligen Geist. Ich sprach auch in Zungen. Und Jesus Christus sagte, du kriegst Macht, nachdem der Heilige Geist in dich gefahren ist. Und von da an sah ich jeden Tag, wie Gott Menschen heilt. Als ich in Meetings gesprochen habe, Gott heilte ganz plötzlich die Menschen. Die junge Frau in Deutschland, da war ein, die ich gesehen habe, die hat ein Bein kürzer als das andere. Und plötzlich in diesem Meeting war ein Bein gleich, das wurde gleich länger und glich sich dem anderen an. Also es gab etliche, die ich gesehen habe. Also ich ging auch zum Bible College und alles. Ich wusste nicht als eigentlich genau, was ich machen wollte in meinem Leben. Und eines Tages hat Gott mit mir gesprochen und hat eigentlich meine Pläne ganz rumgeschmissen. Er hat gesagt, verlass deine Jobs und alles und folge mir. Meine Frau sagte, ja, das machen wir. Ich gab meinen Beruf auf und wir fingen an, Gott zu vertrauen, nach seinem Versprechen zu leben. Und was wir gelernt haben, ist erst Königreich Gottes und du bekommst alles, was du dir wünschst und brauchst. Und 2 Jahre später war ich in Deutschland und da hat unser Herr gesagt, ich möchte, dass du Vollzeit für mich arbeitest. Du gehst dahin, wo ich dich schicke. That's what I've been doing now und tue das, was ich von dir wünsche. Und das mache ich jetzt schon seit 40 Jahren. Ich bin in über 80 Ländern gewesen und ich habe erstaunliche Wunder schon erlebt. Und ich glaube, es gibt nichts, was unser Herrgott nicht schaffen kann. Ich habe eine Frau gesehen, die auch von Gott 2 Lungen bekommen hat. Ich habe gesehen, wie Leute Herzen bekommen haben. Ich habe eine blinde Frau gesehen in Afrika. Ihr Augenlicht wurde wiederhergestellt, sofort. Und sie sagte zu ihrem Enkel, du hast mir nie erzählt, dass das ein Weißer hier war. Und was ich auch gemacht habe, immer ganz viel für Leute gebetet, die keine Kinder haben können. Wie man eben von Ergis gehört hat, von Ginz gehört hat. Wir haben gebeten für Leute, damit sie Kinder haben. Und ich kriege ganz, ganz viele Bilder von Menschen überall auf der Welt, für die ich gebetet habe, damit sie Kinder haben mögen. Und jetzt zum Beispiel eine Frau hat mir geschrieben, du hast doch auch für mich gebetet, damit ich Kinder kriegen kann. Und jetzt haben wir 10 Kinder. Und was ich sagen will, ich hatte Angst vor dem Tod. Und Gott hat diese Angst weg. Und jetzt vor ein paar Tagen habe ich tatsächlich eine Beerdigung durchgeführt. Vor ein paar Jahren wäre das absolut unmöglich gewesen. Und deswegen sage ich, Jesus lebt und er liebt dich. Und wenn du ihm vertraust, gibt dir das tollste Geschenk, was es überhaupt gibt, ewige Leben. Gott schütze euch allen. Amen. Alan. Vielen Dank. Wonderful. Signs and wonders. Alan, ganz toll. Zeichen und Wunder für alle, die an den Herrn glauben. Vielen Dank für dein Glaubensbekenntnis. Ich habe nur 3 Töchter und 5 Enkelkinder.